Ah ja. Und jetzt? Jetzt tingelt der da hinten um. Ach, schau an, siehst du? Genau, und der dreht das Ding jetzt. Und jetzt können wir uns da oben nämlich entlanghangeln. Dachte ich zumindest. Oder geht er jetzt einmal im Kreis? Ich dachte gerade, der hat sich doch jetzt hier einmal gedreht, dass wir uns da entlanghangeln können. Ach schau, jetzt kommt er tatsächlich wieder zurück. Hä, ist das ein Strudel oder was? Okay. Und dann gehen wir da hoch. Und was sollen wir dann da oben machen? Da oben geht es dann noch nicht weiter. Oder muss ich dann dahinter das einsetzen? Warte mal, das probieren wir nochmal aus. Ich glaube nämlich, ich war zu langsam. Das heißt, wenn wir das hier ganz schnell hochkurbeln, kann der dann nämlich da durch. So, lass das los. Und wir gehen jetzt ganz schnell hinterher. Klettern da hoch. Und dann wird der das jetzt hier drehen. Wir springen hinterher. So, und nun? Oh, warte, kann das sein? Da war ich jetzt aber vielleicht zu langsam. Hoppala. Ha. Theoretisch. Ich weiß nicht, was es bringt, aber lass mich mal was probieren. Pass auf, da muss ich... Dann müsste ich ja hier nochmal zurück, aber das ist ja viel zu gefährlich. Obwohl, kann ich da rüber? Gut, das geht. Also nur mal so testweise, ob das funktioniert. Wenn ich jetzt hier hingehe und kurbel das nochmal hoch. Folgender Ansatz. Wir kurbeln das da hoch. Da müssen wir jetzt aber ganz schnell sein. So, weil dann macht ihr uns nämlich das da auf. Wobei, ob das so rum schon wieder falsch war. Schauen wir mal. Nee, so, und dann den hier. Und dann hier ganz schnell ziehen. Und jetzt kommt der da aber nicht mehr durch, ne? So, jetzt blockieren die zwei sich gegenseitig. Ob das Sinn macht, weil... Nee, die blockieren... Das ist doch viel zu weit, da komme ich doch nie im Leben ran. Jetzt muss ich warten, bis er wieder zurückschwenkt, ne? Okay, keine Chance. Hä, da muss ich ja... Ich muss ja hier die ganze Zeit in Bewegung bleiben. Das ist ja viel zu anstrengend. Warte, lass mich nochmal nachdenken. Also muss ich, das hat gepasst, was ich da gemacht habe, aber dann muss ich gleich, während der rumschwingt, mich mit dranhängen. Perfektes Timing auch noch. Das ist ja, das nimmt keine guten Ausmaße an. Ich hoffe, dass eins der letzten Gräbe ist, sonst wird es demnächst so richtig peinlich. Mal her mit dir. Wobei, so soll ich das vielleicht auch nicht sagen. Bis jetzt hat es ja halbwegs funktioniert. So, und jetzt stoß das an. Vielleicht ein Zacken schneller, ich danke. So, und jetzt dann hier. So, und jetzt muss ich schauen, wann muss ich ran? Ne, wenn der das hier nochmal... Und jetzt muss ich hier ranspringen. Puh, als ob es beim ersten Mal funktioniert hat. Und jetzt kommt raus, ja, sie haben vorne vergessen, irgendwie irgendwas zu aktivieren. Ah ne, doch, hat so funktioniert. Wahrscheinlich lagern sie hier Nahrungsmittel. Ich weiß nicht. Also ich würde es nicht essen. Und das Wasser tropft in die Schatzkiste hinein. So, Grab durchsucht. Drei von drei Teilen Handfeuerwaffe. Jetzt geht's aber wieder richtig los hier. Schlauer Fuchs, eine weitere Errungenschaft habe ich mir geholt. Warte mal. Da muss ich schnell nochmal nachschauen. Mais, ach schau, Mais sind sie alle optionalen Gräber. Das war es tatsächlich schon. Hä, das war doch nur so aus Spaß gesagt. Hoffentlich war es das. Ja gut, dann haben wir alle Gräber durch. Alles klar. Wir haben alle Gräber durch. Hier ist das Lagerfeuer. Und wir haben, ich glaube, hier alle Dinger irgendwie jetzt freigeschalten auf der Karte, dass wir die noch finden, ne? Boah, das sind ja da hinten noch... Ja, gut, okay, das verschieben wir aufs nächste Mal, würde ich sagen, wenn wir hier die Karte uns anschauen. Hier wird es dann weiter mit der Route gehen, dass man dann wahrscheinlich hier irgendwie wieder hochgeht. Wie heißt's? Genau, die Forschungsbasis hinaufklettern. Aber wie gesagt... Erstmal hier hinsetzen und die Waffe aufrüsten. Machen wir das. Magnum-Pistole. Taktische Pistole zum Magnum-Pistole. Zeig mal her, das schöne Schmuckstück. So, also hier ein Teil vom Bogen fehlt noch. Einmal Schuhfinde fehlt noch. Gewehr ist komplett. Pistole.
Großraummagazin und polierter Lauf. Okay. Oha. Okay. Jetzt, doch, da sind wir dabei. Da bin ich. Nochmal Schadenserhöhung und hier nochmal ein noch größeres Magazin mit 12 Kugeln. Ich würde sagen, komm, pass auf, noch mehr Schaden. Ja, damit. Stufe 3, polierter Lauf. Was für ein schönes Spielzeug. Okay, alles klar. Nur hier sind wir fertig, keine neuen Fähigkeitenpunkte. Dann würde ich sagen, laufen wir hier erstmal wieder raus. Wir haben alle Gräber abgeschlossen. Ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt so schnell passiert. Ich dachte, da wären noch ein paar Gräber offen gewesen. Schade, schade. Alle Gräber voll besetzt, sag ich schon, alle Gräber. Kann ich da ranspringen? Muss ich da nochmal hinschießen? Warte mal kurz. Kann ich, na... Kann ich da... Na doch, ich müsste eigentlich ranspringen können, theoretisch. Schauen wir mal. Ah ja, funktioniert. Ja, alle Gräber sind durch. Okay. Schade, 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 schade. Da bin ich jetzt absichtlich mal da in dieses dunkle... Ja, hineingesprungen, damit wir da uns 3-4 Schritte im Langsam-Modus sparen, sage ich mal vorsichtig. Lara, was ist los? Schau nach vorne. Dann einmal hier durch. Hier wird es Munition geben. Alles schön, alles gut. So, aber jetzt werden wir, wie gesagt... Ich würde sagen, ich mache jetzt mal, weil mich die Suche doch ein bisschen geschlaucht hat, würde ich jetzt sagen, ich mache nochmal ein Gebiet oder versuche, ein Gebiet zu vervollständigen. Vielleicht das erste Gebiet, wo wir waren. Und einmal hier am Lagerplatz kann ich doch schnell reisen, ne? Genau. Dann reisen wir einmal schnell zurück, machen noch ein Gebiet, dann würde ich vielleicht mal eine kleine Aufnahmepause machen. Küstenwald, Geisterjägerin 1 von 10. Ach, das war hier mit den Dingen, die Dörbel aufgehängt waren, ne? Und die Schatzkarte und alles. Da könnten wir aber an zwei Stellen uns hin teleportieren. Gute Frage. Machen wir... Wir gehen erstmal dahin und suchen die Schatzkarte und schauen da mal, was alles auf der Karte freigeschalten wird, würde ich sagen. Möchte ich wirklich zu einem anderen Lager reisen? Ja, das möchte ich. Jetzt ein bisschen die Sucherei. Sehr schön das alles. So, wir sind wieder da. Ach ja, altbekannt. Oh, ich drücke einmal Q und schon kommt ein neuer Ort entdeckt. Genau, die sind hier alle. Aber ich wollte eigentlich erstmal da, das da wollte ich machen. Ich möchte mal da einen Wegpunkt setzen, erstmal die Karte finden. Warte mal, wer hat das gemacht mit Q, ne? Kann ich meinen eigenen Wegpunkt wieder finden? Genau, da müssen wir, sogar schön mit Blau markiert. Aber wie die Dinger hier aussehen, die man wegschießen musste, weiß ich auch nicht mehr. Doch, es waren so hölzerne Dinger, ne? So, ich warte auf den Wolf. Mein Freund, der Wolf. Nichts. Schade. Boah, ich dachte, da stand gerade eine. Warte mal, die Dinger brauche ich doch, oder? 2 von 10, aber es könnte tatsächlich noch ein bisschen dauern. Karte aktualisiert, weil die werden ja auf der Karte nicht angezeigt. Bin ich hier richtig? Nee, aber ich gehe da trotzdem hoch, weil da liegt ja so ein Ding noch. Hey, was ist denn jetzt los? Kleiner Lauf direkt am Anfang. Gut, wir haben erst 29% der Karte, vielleicht deswegen, aber... Ich höre irgendwas. Ich kann nicht sagen, was es ist. Also wir laufen in die falsche Richtung. Wir müssen darüber. Na gut, dann wieder zurück. Noch mehr gefunden auf der Karte. Egal, erstmal in diese Richtung. Hey, da komme ich doch her. Mach dich doch nicht lustig über mich. Warum ist denn hier alles auf einmal so neblig? Ach, da oben will er mich hin lotsen. Wie komme ich denn darüber, sag mal? Also, wie kommen wir denn da hin? Vielleicht von da unten? Von da drüben? Da läuft wieder was zu essen. Ja gut, jetzt haben wir noch mehr entdeckt. Und da sehe ich doch schon wieder Kisten. Auch wenn man... Na doch, Kisten suche ich eigentlich auch, weil wir haben ja hier noch 2, 3 Sachen für die Upgrades zu machen. Nehmen wir alles mit. Oh, das ist keine Kiste, aber ein Dokument. Durch Kopfbewegungen drücken japanische No-Schauspieler trotz der starren Maske verschiedene Emotionen aus. Reliquie meine ich und nicht, hier Dingenskirchen, was ich gesagt habe. Dokument. Was bist du denn für einer? Der schaut hier fast etwas fehl am Platz aus. Also gut, deswegen ist er wahrscheinlich auch tot, aber das meine ich jetzt nicht mal.
Wie kommen wir denn darüber? Da müsste ich doch bestimmt irgendwo von da. Das überlebe ich nicht, wenn ich da runterfalle, höchstwahrscheinlich. Wir gehen mal außen rum. Hier sind noch Pfeile und alles. Das ist schön. Ne, das hier ist nichts zum Abschießen. Wo wollte ich hin? Ich wollte irgendwie da drüben drüber laufen. Ne? Der ist hier. Hier war doch gerade irgendwo ein Seil gespannt. Ich schaue mich nicht so vorwurfsvoll an, wenn du schon stehen bleibst. Siehst du schon wieder ein Fähigkeitspunkt. Hä, wo ging denn jetzt hier das Seil lang? Bin ich denn komplett doof im Kopf? Das ist keiner, den man ein Feuer entzünden muss. Du verfolgst mich doch. Als ob ich daneben geschossen habe. Da habe ich wohl dann doch getroffen. Halt, dahinter habe ich noch was blinken gesehen. Da gehen wir gleich hin. Wie gut, dass ich mich immer so schnell ablenken lasse. Da hinten war gerade irgendwo noch irgendwas. Da unten. Oh, eine Höhle. Und Pfeile. Oh, da liegt nochmal so einer von denen. Ha, armer Junge. Diese Maske wurde im traditionellen japanischen Nottheater benutzt. Ich glaube, sie stellt einen Dämon dar. Einen Oni. Ein Preisschild? Dann ist das wohl eine Replik. Höchstwahrscheinlich. Und es stand schon hier, oder steht hier noch, wir haben irgendwas freigeschalten, was ich schon wieder vergessen habe. So schnell konnte ich jetzt gar nicht lesen oder drüber nachdenken. Im Hauptmenü kann man noch so extra genau Galerien freischalten. Und ich schätze mal, das geht dann damit einher, dass wir wirklich alles alles hier sammeln und dann alle Galerien freischalten werden. Denn ich habe mich hier komplett verlaufen. Nee, denn ich habe, wie heißt's? Gesehen, dass einige Galerien frei sind. Einige, aber weitem nicht alle. Warte mal, du bist da hinten. Wo ist denn hier jetzt? Warte mal, da liegt noch irgendwas. Das schaut interessant aus. Was bist du? Achso, Pfeile. Aber ich könnte gerade aus dem Stande mal sagen, was das für Galerien sind. Also es waren, glaube ich, zu unseren Verbündeten ein paar Porträtdinger. Es waren zu unseren Gegnern ein paar Porträts oder halt Charaktermodelle. Was war es noch? Hintergrundinfos glaube ich auch noch. Ne, da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Müssten wir da nochmal schauen. Da will ich hin. Wo führst du? Ja, wo ist der denn festgemacht, sag mal? Ach, hier. Ja, aber da komme ich nicht dran, oder? Nee. Das heißt, da komme ich bloß wieder runter. Aber wie komme ich denn erstmal da hoch? Ach so, hier vielleicht. Ah, ich glaube, ich habe es gesehen. Warte, ich habe es gesehen. Wie gut, dass ich hier komplett falsch gelaufen bin. Wir springen hier mal ganz schnell hoch. Ich muss irgendwie da hochkommen. Aber wie komme ich da jetzt hoch? Hier vielleicht drauf? Na, nicht springen. Das, ich war mir so sicher, dass ich jetzt hier drauf kann und dann drüber springen kann. Dann bin ich auf der falschen Seite. Komm mal hier wieder runter. Oh, warte, ich glaube, ich hab's. Jetzt habe ich es gesehen. Ich glaube, jetzt hat es endlich Klick gemacht. Die Schatzkarte zu mir. Weil dann können wir nämlich hier rüber. Und dann können wir nämlich hier rüber. Und da liegt sie doch. Küstenwald. Komplette Karte. Belohnung ansehen. Da oben ist noch ein Dokument. Oh ne, da müssen wir da wieder rein, oder wie? Aber die Geodinger zeigt er mir. Ach doch, die Geodinger gehören auch zur Schatzkarte irgendwie, warum auch immer. Das Einzige, was er mir nicht anzeigt, und das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, sind hier nochmal die Geisterjäger, die Herausforderungen. Na, okay. So, jetzt habe ich dich. Und in welche Richtung zieht er mich hier runter? Oh, da muss ich sogar hin. Na gut, alles klar, dann gehen wir mal da entlang. Zack, dann sind wir unten. Laufen in diese Richtung und merken, es ist fast falsch. Wir müssen in diese Richtung. Es knistert hier alles, aber das ist mir gerade ziemlich wurscht. Wir sind komplett bis an die Zähne bewaffnet. Jetzt habe ich keine Angst mehr vor irgendwelchen Wölfen. Also, insofern wir nicht wieder attackiert werden, meine ich natürlich. Da ist er doch. Zack, und noch einen gefunden. 2 von 5. Frage ist jetzt natürlich, kann ich hier irgendwie, gut, wir müssen noch da hochlaufen, aber
irgendwie abschätzen, wo diese komischen Dinge aufgehängt worden sind. Wahrscheinlich kann ich das nicht irgendwie, ne? Kann ich mich bloß hier die ganze Zeit umsehen und schauen, dass ich die mit etwas Glück und Zufall finde. Ah, es könnte tatsächlich ein bisschen dauern, aber dann setzen wir halt wieder einen Schnitt, ist ja kein Problem. Trotzdem sollte ich hier mal... Ne, genau, jetzt passt die Richtung. In diese Richtung möchte ich gehen. Da hinten möchte ich dann runterspazieren. Oder möchte ich das? Ja doch, da hinten möchte ich dann runtergehen. Oh, halt. Da. Oh, warte mal, das sehe ich jetzt erst. Okay, wenn ich Q drücke, dann sehe ich die trotzdem. 3 von 10 Totems. Stimmt, das ist eine Herausforderung. Die werden ja eigentlich angezeigt. Das heißt, wenn ich hier so in den Wald hineinschaue, sehe ich gerade keins mehr, weil es entweder verdeckt wird. Oder auch wenn das Gebiet wahrscheinlich gleich wieder überjagt ist, aber... Als ob der das überlebt hat. Ah. Hier haben wir ein Lager. Genau, der Pfeil leuchtet, das hier leuchtet. Da hinten liegt das Dokument. Haben wir hier so in den Wald geguckt? Nö, da scheint dann alles gewesen zu sein. Da müsste man aber beim anderen Gebiet anschauen. Egal, lesen wir erstmal was. Diesmal stimmt's mit dem Dokument oder mit dem Tagebucheintrag. Schatz, bitte. Denk nach, bevor du die Papiere einreichst. Ich habe mein letztes Geld in diese Expedition gesteckt, aber ich werde das 10-fache rausholen. Wenn du dich jetzt scheiden lässt, siehst du davon keinen Cent. Du bist bei mir, seit ich noch ein Niemand war. Du weißt, wie viel ich erreichen kann. Und das kann ich immer noch. Ich bin nur gerade an einem Tiefpunkt, verstehst du? Ich bin hier an etwas dran. Lara, erinnerst du dich? Mein junger Schützling. Sie hat Daten, die ihre Theorien stützen, aber ihr fehlt meine Intelligenz. Die Entdeckung wird meinen Namen tragen. Und es wird mein Gesicht vor den Kameras sein. Wenn alles klappt, wird das ein Riesending. Wenn du mich dann verlassen willst, werde ich zustimmen. Versprochen. Aber bitte, warte noch. Jetzt würde diese Schlagzeile meinem Image zu sehr schaden. Bitte. Diese Ratte wird als Offizier der Endurance geführt. Was für eine hochgradige Unverschämtheit. Whitman, verlass mich nicht. Ein Brief aus Whitmans Notizbuch. Der Mann ist unfassbar egoistisch. Ich kann nicht glauben, dass ich ihn mal bewundert habe. Kann ich ehrlich gesagt auch nicht glauben. Vor allem, ihr fehlt die Intelligenz. Verstehst? Ey, Alter. Bringt einer, der selber zu doof ist, eine Falle zu erkennen. Schmutziger Kerl. Unglaublich schmutziger Kerl. So, hier haben wir alles. Hier sollten wir... Das war die falsche Taste. Ich muss gucken, wenn ich schnell reisen will, müsste ich wieder dahin gehen, ne? Weil ich fast nicht glaube, obwohl es könnte sein, dass hier im unteren Gebiet 5 Dinger hängen und im oberen Gebiet 5 Stück. Ich habe jetzt hier 2 Stück abgeschossen. Wir halten mal die Augen offen auf dem Weg nach unten. Wir nehmen die Pfeile mal mit. Also man kann die bestimmt auch mit einem, was war das? Mit einem Pistolenschuss zerschießen. Aber wenn hier schon noch die Pfeile rumliegen. Na, ihr Wolfis, wie schaut aus? Seid ihr alle tot? Musste jetzt sein. Er hat mich so vorwurfsvoll angeguckt. Ich habe mir fast schon gedacht, dass es der ist, den ich vorher verletzt habe. Da ist ein Häschen. Da ist noch ein Hirsch. Wahrscheinlich kommt gleich wieder, dass wir es überjagt haben. Achso, weil da 2 Hirsche sind, deswegen. Ich dachte schon, warum leuchtet sie auf einmal auf? Warum wird hier auf einmal das Ding rot? Wir können ja eigentlich mit dem Feuerpfeil den Hirsch gleich rösten. Wo bist du denn? Willst du nochmal schnell zu mir kommen? Oh, er hat sich anscheinend anders überlegt. Schade. Nee, hier ist dann auch nichts mehr. Genau, hier ist das offen. Hier waren wir schon. Wahlweise hier haben wir unsere Schnellreise gemacht. Weil wir auch hier nochmal runterlaufen könnten, theoretisch, ne? Ob ich da nicht irgendwas übersehen habe. Wobei, da müssten wir hier wieder durch. Wir reisen mal nach unten. Wir reisen mal hier nach dort unten. Ach ja, stimmt, wir können noch Fähigkeiten freischalten. Da nehmen wir das dann noch mit. Bogenexperte. Benutzen Sie Ihre Pfeile im Nahkampf. Ja, komm. Das sieht sehr brutal aus. Drücken Sie F, wenn Sie Bogen benutzen, um betäubt und Feinde. Verschiedene Kill-Animationen also. Und wahrscheinlich dann nochmal gespickt mit extra Erfahrungspunkten. Alles klar. Nehme ich. Sehr gerne. Schnellreise. Mal runter ins erste Lager.